Liebe Erdingerinnen und Erdinger, nächste Woche steht eine große, eine historische Entscheidung auf der Tagesordnung des Stadtrates von Erding. Die Entscheidung über die Variante zum S-Bahn-Ringschluss und verknüpft mit der Walpertskirchner Spange. Seit 30 Jahren sind diese Diskussionen in der Stadt und in der Region die Verkehrsthematik insgesamt dominierend. Und nun haben wir die Gelegenheit, mit einer Entscheidung den Weg mitzubereiten, dass wir von dem, was die Bürgerinnen und Bürger am schlimmsten in dieser Stadt empfinden, nämlich diesen wachsenden und ständig steigenden Belastungen aus dem Verkehr, eine Antwort entgegenzusetzen. Entscheidend ist und bleibt für die Stadt Erding, dass wir es schaffen, dass wir es im Verhandlungswege erreichen, in Altenerding beginnend an der Bahnhofstraße, Parkstraße bis hin zur Hagerstraße, die Kreuzungsfreiheit herzustellen, weil dies ein Entwicklungshemmschuh für die Stadt Erding sein kann, aber dass wir auch mit dem Bebauungsplan 193 deutlich machen, und das haben alle Stadträte in der Summe mit ihrer Entscheidung getan, dass wir Langgeisling nicht von der Stadt Erding abkoppeln wollen und dort eben auch mit einer Tunnellösung diese Anbindung auch dokumentieren möchten. Wichtig ist natürlich auch bei dieser Entscheidung, dass wir mit der Konversionsfläche des Fliegerhorstes Erding eine völlig neue Dimension in der Stadtplanung bekommen, die mit einer verkehrsnahen Anbindung natürlich auch eine entsprechende Zukunftsperspektive hat. Ich bin mir sicher, dass der Stadtrat Erding es auch dieses Mal schaffen wird, mit sachlich guter Beratung eine Entscheidung herbeizuführen zum Wohle der Stadt, dass wir dann aber auch im Anschluss die Souveränität haben, dass die Entscheidung, die getroffen wurde, auch gemeinsam bestmöglich weiterentwickelt wird. Das ist meine Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erding, denn nichts zu tun wäre das Schlimmste.